Zocki, du bist verrückt. Und statistisch gesehen, je öfter man sowas hört, desto eher fängt man an, es selbst zu glauben. Und ich glaube, wenn sogar die eigenen Stimmen im eigenen Kopf einem langsam sagen, dass man durchdreht, dann wird das schon irgendwo auch so seine Daseinsberechtigung haben. Und ich weiß, dass ich das immer wieder gerne höre, wenn Leute mitkriegen, in welchem Volumen ich neue Veröffentlichungen in meine Sammlung hole und dann auch eben im Sammlungsupdate vorstelle. Und das Ganze manifestiert sich heuer dann auch ein kleines bisschen in meinen Top 10 Listen. Vor allem bei den Mediabooks hatte ich es heuer tatsächlich wahnsinnig schwer. Der Grund dafür ist, dass es eigentlich weniger herausragende Einzelveröffentlichungen gegeben hat, sondern dass der Mediabookmarkt jetzt einmal abgesehen von den Leuten, die einfach mehr oder weniger nur an den Fäkalien der größeren Brüder nagen, auch immer mehr Labels geben, die sich wirklich Mühe geben, die wirklich großartige VÖ nach großartiger VÖ auf die Beine stellen. Labels wie Birnenblatt, Wicked Vision, Anolis sind da nur einige wenige Beispiele, die finde ich absolut kontinuierlich, absolut großartige Arbeit leisten. Und deswegen hielt ich es eigentlich fast schon für unverantwortlich bzw. gemein, mich in diesem Fall auf eine Top 10 bzw. sogar Top 20 Liste zu beschränken, weil es einfach so wenige Ausreißer im vergangenen Jahr gegeben hat. Aber wenn man genauer unter die Haube der Mediabookladen blickt, eine Menge an wirklich außerordentlichen und großartigen Veröffentlichungen. Und deswegen habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, dieses Jahr die Liste auf eine Top 40 auszudehnen. Das waren trotzdem nicht einmal ansatzweise alle Mediabooks, die mich im vergangenen Jahr wirklich begeistert haben. Ich sage gleich dazu, die Platzierungen können basieren rein nur aufgrund des Cover-Artworks, können natürlich auch mit der Ausstattung, dem Bonusmaterial, Restaurationsaufwand und so weiter und so fort zusammenhängen. Ganz am Anfang sage ich gleich dazu, eine Honorable Mention vorweg vor der Liste ist noch das großartige Hammer House of Horror Mediabook von Wicked Vision, das es nur deswegen nicht auf die Liste geschafft hat, weil ich die Liste schon fertig geschrieben hatte, bevor das Mediabook bei mir gelandet ist. Das hätte sich aber definitiv auch noch einen Platz auf der Liste verdient. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt, bevor ihr die Playlist startet, und übrigens für diejenigen, die sowieso nur die Top 10 oder Top 20 sehen wollen, ist das Format ja sowieso optimal. Ihr braucht euch ja entweder bei der Playlist, die neben dem Video oder unter dem Video angezeigt wird und im Worst Case in der Videobeschreibung noch einmal enthalten ist, einfach nur auf den entsprechenden Platz navigieren. Und wenn euch die unteren Plätze nicht interessieren, dann startet halt vielleicht von oben. Started from the bottom, now we're here. Dann, wenn ihr jetzt bei dem Video gelandet sind, dann Tschüssikowski, das war's. Nein, ich bin tatsächlich der Meinung, dass jedes Mediabook aus welchem Grund auch immer seinen Platz auf dieser Liste verdient hat. Sei es wegen dem Artwork, sei es wegen der Ausstattung, sei es wegen anderen großartigen Eigenschaften. Ich persönlich war mit dem Mediabook Jahr 2018 sehr zufrieden. Bin schon gespannt, was ihr dann nachher zu meinen Nominierten, zu meinen Kandidaten für vor allem die Top 10 und Top 20 Plätze sagt. Freue mich dann am Ende der Liste von euch auch eure persönlichen Mediabook-Favoriten des vergangenen Jahres zu lesen und wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß, aber auch viel Geduld für das kommende Video.